Ah ja, na gut. Dann geht's mit der Hand weiter. Brauchen wir noch Fackeln? Wir haben 4 Stück, ne? Da beiseite legen. Habe ich kein Gras mehr dabei? Okay. So, wollen wir denn unser Feuer hölzieren? Nein, dich. Okay. Einmal Obsidian, das ist auch ziemlich unnötiger Slotverbrauch. Wie dem auch sei, wir müssen hier irgendwie runter. Ich mal unsere neue Silberspitzhacke ausprobieren. Da unten schon ein bisschen Licht. Nein. Wieso bringst du die denn da nicht an? Gute Frage, nächste Frage. Gib her. So. Wollen wir doch mal wieder hier hoch. Auch noch ein bisschen was für zum Bauen. Ach. Nicht genug Holz reingeschmissen. Hallo Danu, grüß dich. So, das sollte reichen, bis wir da unten sind. Dann können wir da nochmal prospektieren und sollte da nichts geben, dann müssen wir leider auch schon wieder auf die Heimreise, Freunde. Ah, da haben wir den Amboss heute immer noch nicht fertig bekommen. Oh, ich bin da frohen Mutes, also. Mach mir da keine Sorgen. Wir haben schon mehrmals so dumm dreinblickend irgendwie dagestanden und haben uns gedacht, was denn jetzt? Und genauso werden wir weitermachen. Dumm dreinblickend einfach weitermachen. Ah, endlich. Ach, wieder. Ey, guck dir das mal an. Da scheint es Naliumkitrat, Kaliumnitrat zu geben. Licht rein, da kommt ein Mieser. Holen wir auch nochmal eine Höhle. Geh weg. Geh weg. Das ist schön, im Explorer-Modus scheinen die mehr Angst vor einem zu haben.
Aber die greifen auch an, also macht euch da jetzt mal keine falschen Vorstellungen. Aha. Heiliger Bimbam. Okay. Da vorne eben so ein Abzweig gesehen. Ah jo. Hier könnt ihr direkt mal prospektieren. Aua. Das sind Oberweltritter. Die dürften eigentlich nichts geben. Oh, doch ein bisschen Flaxi. Okay. Der gibt nichts. Tja. Sagen wir da also ein bisschen für Beleuchtung. Dann nehmen wir mal unseren Prospektionspickel heraus. Mal Sample noch. Einen. Puh, Entschuldigung, aber was? 0,8 Promille? Das ist alles zu wenig. Das ist alles zu wenig. Da brauchen wir hier gar nicht großartig buddeln, ey. Ups. Das können wir echt knicken. Was ist das? Konglomerat-Kies. Wir könnten hier vorne nochmal Proben nehmen. Überhaupt nicht. Ja, es könnte zu nah sein. 0,4 Promille. Das ist nicht so erfolgreich, wie wir das gerne gehabt hätten, Freunde. Aber, naja, so ist das. Dann schauen wir uns jetzt mal genauer die Karte an. Dann werden wir mal überlegen, in welcher Richtung wir die letzte halbe Stunde quasi verbringen. Ja, Kaliumnitrat gibt es hier unten. Mir das eigentlich gerne mit euch angucken, aber wir können uns hier wegen fehlender Werkzeuge im Endeffekt nicht runter buddeln und runterarbeiten ist sowieso fast nicht möglich. Ich meine, die Höhle haben wir ja da oben vermerkt. Das täte mich so interessieren, ne? Boah. Habe ich natürlich ein paar Fackeln aufgebraucht hier, aber halt. Wie tief geht das denn hier runter? Jetzt habe ich mal so eben 10 Fackeln da runtergeschmissen. Aber wisst ihr, das ist mir jetzt echt Wurst. Da oben warten noch 30 auf uns. Nein, nicht ganz 17. Gib her. Aha. Können wir das auch wegpacken? Ja, ach nee, das lassen wir einfach hier stehen, falls wir hier... Wir werden ja nochmal hier vorbeikommen, weil so eine tiefe Höhle, die werde ich mir nicht entgehen lassen. Ich würde sagen, wir schauen uns mal da drüben nochmal in die Gegend an, ob wir da nochmal prospektieren können irgendwie. Ob wir da irgendwie eine Hoffnung auf Kies haben. Kies. Hab gerade Kies gelesen. Oder irgendwie eine Hoffnung auf Kupfer haben. Oder, naja, ob wir dann doch gedemütigt und geschlagen wieder nach Hause reisen. Johannisbeeren reingedrückt hier. Brauchen tun wir die hier wirklich nicht mehr. So. Wieder Sand und Kies. Was haben wir hier? Andesit-Kies. Na gut, den können wir mal wegbuddeln. Und mal prospektieren, Freunde. Ja, vielleicht haben wir hier auch hier dran.
Ja. Also, Kaliumnitrat haben wir auf jeden Fall hier. Two more samples. Eine Probe noch. Rummelbereich 0. Zinnober, ganz wenig. Ah, da bin ich ja froh. Heilig. Okay. Hier ist noch eine Höhle. Kaliumnitrathöhle. Ja, Punkt reicht. So. Wo ist der Heimweg? Was haben wir hier? Zwiebeln. Dann gehen wir nochmal direkt auf die Zwiebeln zu und nehmen die noch mit, ne? Wenn wir schon mal in der Gegend sind. Oh, das ist so ein bisschen ernüchternd, aber macht nichts. Man findet ja auch immer an der Oberfläche Kupfer und. Das heißt also, wir müssen in der nächsten Zeit mal wieder ein bisschen reisen, noch ein paar neue Wegpunkte errichten. Und das dürften doch jetzt aber schon ausgewachsene Zwiebeln sein, ne? Das sind noch wachsende Zwiebeln. Nehmen wir jetzt trotzdem mit. Können wir die pflanzen. Jo. Ja, ihr Mopedfahrer, wir wissen es. Ups. Denn hier können wir hier nämlich auch nochmal prospektieren. Aber hier liegt auch nichts Besonderes rum, ne? Schon die ganze Zeit nicht. Aufgenommen. Prospektionspickel, bitte. Immer noch. Nee, ich war wieder zu nah. Eine Probe noch. Promille, 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 aber hier ist eine Menge vorhanden. 305 Erzspuren, 1,1% Promille. Oh, das hat dem Horn, Dickhornschaf nicht so ganz gefallen, dass ich hier so rummache. Also mal schnell wieder Richtung Norden, weil der Norden ist dann irgendwann zu Hause. Eieiei. Na, ich meine, gut, wir haben jetzt nicht unbedingt die Massen an Kupfer. Bleibt unser Hammer als, Bleibt unser Hammer halt erstmal wieder im Schaft. Ey! Boah, ich hab gleich Fleisch, ne? Ah ja, gut. Wenn du da runter gehst, dann sehen wir uns da unten eventuell. Aber das Buddeln, ihr Lieben, das dauert mir zu lange jetzt mit der Hand. Oh, wir müssten eh. Nee, hat keinen Sinn. Wir machen eine Markierung. Ich habe noch 2 Slots frei. 3, um genau zu sein. Also, Markierung. Höhle. Weg ist straight on nach Norden. Was haben wir hier unten noch?
Den finden wir auch so. Kein Lehm, das ist an. Der sieht, das ist Lehm oder Schamott, das. So von daher. Wir haben auch in unserer Gegend genug. Nur einmal cheaten, Freunde. Weil, wie gesagt, uns bringt's jetzt nichts. Also weder Erfahrung noch irgendwelche Rezepte oder. Oh, ich muss in den Norden. Oder sonst irgendwie irgendwelche Rohstoffe. Die oberirdischen Monster, die bringen nichts. So selten, dass die mal was haben. Die Höhlendritte, die heißen ja alle Dritte hier irgendwie. Die bringen wenigstens ein bisschen Flachsfasern und tiefer war ich jetzt auch noch nicht. Also zumindest habe ich da noch keine Monster getroffen. Jetzt auch hier oberirdisch keine Ablagerungen, keine wichtigen. Bei meiner Geschwindigkeit hier zu reisen. Da könnten wir auch nochmal ein Auge reinwerfen. Ruckelt ein bisschen sehr manchmal. Oh! Nochmal. Komm. Da kommen wir noch nicht hoch. Warte mal, nehmen wir die Hand. Ich wollte eigentlich eben noch eine Schaufel gebastelt haben, aber ganz ehrlich, unnötig. Ich komme mit der Hand auch recht schnell weg. Wir müssen da auch nichts reparieren oder so. Das ist eigentlich nur ein Durchgang. Ich denke, wir können hier mal prospektieren, ne? Prospektorieren. Jo. Bei 0,1 Promille. Können wir auch noch gehen, ne? Jetzt werfe ich schon wieder den Pickel weg. Weil ich ihn immer wegstecken möchte, aber das gibt's ja hier nicht. Okay, hier komme ich besser. Nun gut, also ich meine, zwei Drittel des Amboss haben wir schon gegossen. Und zum Glück hatten wir noch diesen Kupferbarren da rumliegen. Aber hey, überlegt mal, also wir haben schon 127 Kupfernuggets dort eingegossen, obwohl es hieß, dass wir nur 90 brauchen würden. Bin ich jetzt auch so ein bisschen verwirrt, sagen wir es mal so. Gelinde gesagt. Aber okay. Ich meine, mit den Einheiten hier komme ich eh noch nicht so ganz klar. Steht hier was? 100 Einheiten vom Kupferbarren, die gemeint ist, aber dann ein Kupferbarren. Wir sind an der Höhle tief auch gerade vorbei. Ich meine, nochmal Schamott. Oder blauer Lehm. Lehm. Also. Bleierz. 20 Einheiten von Bleiblock. Übergeordnetes Konglomerat. Aha, Konglomeratgestein. Aha. Ja, mit dem Hammer zermalen, um Nuggets zu gewinnen. Und dann haben wir viermal Nuggets. Dampf, grüß dich. Echt? 20 Nuggets sind 100 Einheiten. Gleich ein Barren. Ja, aber ich meine, was soll denn das? 20 Einheiten, also 20 Nuggets sind ein Barren. Fertig. Was sollen denn die Einheiten da? Das verwirrt mich nur. Du kennst mich doch. Ich bin ein alter, verwirrter Mann. Und dazu auch noch frustriert und so.
Ah, ich hoffe, dir geht's gut, Kleiner. Das wäre schön. Und dass du jetzt hier zuschaust, lässt tief blicken. Oh, hier haben wir unsere Abbaugelände. Der gute Hans Dampf. Ja, Kinder. Also, meine 90 Minuten für heute sind wieder um. Leider schon. Ich könnte noch ein bisschen. Aber wir werden die Tage weitermachen. Morgen, ja, bin ich quasi nicht ansprechbar. Ich denke, dass ich erst frühestens Mittwoch wieder für euch da bin. Und, tja, dann schauen wir mal, ob wir hier nochmal irgendwo ein bisschen Kupfer abgrasen können. Meine Hütte ist ja schon groß. Wir haben ja sogar ein Silberschwert, einen Silberpickel und wir haben schon so einiges an Töpferwaren. Nur leider hat das heute mit dem Amboss noch nicht so ganz hingehauen. 900 Einheiten von gehärtetem Kupferbarren. 584 haben wir. Ja. Krass. Das wird also noch ein bisschen in Anspruch nehmen. Aber wie ihr seht, wir haben hier sogar Keramik schon, gehärteter Schamott. Ding, ne? Und so. So, Mahlzeit hell. Kommst gerade richtig zum Ende. Ja, wenn der Regen eben zu laut war, dann weiß ich ja Bescheid, dass ich den das nächste Mal ein bisschen runterdrehen muss, ihr Lieben. Was soll ich sagen? Es war schön, auf jeden Fall. Wir haben zwar nicht so viele Sachen machen können, wie wir wollten. Guck mal, ich rutsche hier auch mal ein bisschen hin und her. Ich kann mich leider gerade nicht von vorne zeigen. Doch jetzt. Ah! Ja, wir haben zwar jetzt den Amboss noch nicht fertig. Wie immer halt, genau. Aber immerhin sind wir schon wieder um einiges weiter. Und lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr immer nur Promillewerte findet. Irgendwo, und das hatte ich ja schon, findet man auch Prozentwerte. Und dann lohnt es sich auch zu buddeln. Freunde! Tja. Heute leider nicht so super erfolgreich, aber das macht nichts. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Reinschauen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Vintage Story. Tschüss!